Wir machen jetzt unsere abendliche Metta-Meditation und dazu kommen wir einen Augenblick erstmal wieder zur Ruhe, zum Hier und Jetzt hier, dieser Moment, an diesem Platz, wo ich hier sitze, meine Basis, die mir Halt gibt und Sicherheit und Vertrauen, meine Aufrichtung, die mich wach sein lässt und zum Licht hinstreben. Am Abend der Himmel mit Sternen, Mond, Licht, alles, auch wenn es im Augenblick nicht zu sehen ist. Aber es ist da. Hier sitze ich jetzt. Und heute Abend möchte ich, dass wir alle in uns diesen Aspekt der Mütterlichkeit aufrufen. Diese Qualität der Mütterlichkeit ist in jedem Menschen vorhanden, ob Frau, ob Mann, ob Mutter oder auch jemand, der keine Kinder hat, es ist in uns da, es ist wirklich ein Aspekt von uns. Ein Aspekt des Sorgens. Eines Aspekt des Unterstützens. Des Wohlwollens, des Liebhabens, des, auch des Verzeihens. Auch das Nährende und Wachsen Unterstützende. Wir haben diese Tendenz in uns, es ist da. Und vielleicht üben wir es schon aus, vielleicht ist es mehr als Tendenz in uns vorhanden. Und wir alle haben auch noch das Kind in uns. Das Kind, was einmal so klein war und abhängig war und Schwierigkeiten hatte und so nach Nähe dürstete, nach Liebe, nach getröstet werden, aber auch nach Halt, nach Kraft spüren, dass man sich daran halten und wachsen kann, sich aufrichten kann. Wir haben beides in uns. Das Kind und diese sorgende, mütterliche Seite. Wir lassen jetzt mal das Kind wirklich mit all seinen Schwierigkeiten hervortreten. Auch jetzt, wo wir erwachsen sind, fühlen wir manchmal die Schwäche und das Alleinsein. Und wir fühlen das Nicht-Beachtet-Sein. Wir wünschen uns so sehr etwas Sicherheit und Geborgenheit, Wärme. Und dies manchmal jammernde Kind, das nimmt unsere Mütterlichkeit in den Arm. Komm, du bist geborgen bei mir. Ich gebe dir die Wärme, die du brauchst. Ich gebe dir auch den Halt, den du suchst. Ich bin bei dir. Und du darfst weinen und ich verstehe dich. Und ich lasse dich nicht und verlasse dich nicht. Du kannst mir trauen.
und das Kind fühlt sich wohl und geborgen und sicher. Fühlt die Wärme, die dem Herzen gut tut. Und die in ihm diese Kraft der Liebe wachsen lässt. Wir gehen jetzt im Geist zu einem Menschen, den wir gern haben. Und auch in diesem Menschen ist das Kind noch vorhanden. Das Kind, das manchmal jammert und weint und unglücklich ist, manchmal auch störrisch und abweisend. Und es hat viele Seiten. Aber es sucht immer nach Liebe und Verstandensein. Auch dieses Kind. Und unsere Mütterlichkeit, diese spirituelle Mutter in uns, die nimmt dieses Kind von diesem Menschen in den Arm, hält es fest, streichelt es und gibt ihm das, was dieses Kind so nötig braucht. Und hat auch Verständnis für die Seiten, die wir so leicht nicht mögen und abwehren. Das Eigensinnige, das Störrische. Und dieses Kind fühlt sich verstanden und fühlt sich wohl. Und die Mutter hat auch Freude daran, dieses Kind halten zu können. Dem Kind das geben zu können, was es braucht. Wir sind hier in einem Kreis, wo wir alle einen ähnlichen Weg gehen. Und wir gehen in unserer Vorstellung zum Nachbarn, Nachbarin, wo immer das ist, dass jede und jede von uns eine Mutter bekommt, eine spirituelle Mutter, vom Nachbarin, vom Nachbarn. Und dass unser Kind und das Kind von Nachbarin, Nachbarn, geborgen wird, geborgen in diesen Armen der spirituellen Mutter. Ich weiß, dass in dir dieses Kind vorhanden ist. Ich weiß, dass es dir manchmal Schwierigkeiten macht. Dass du manchmal leidest unter diesem Kind. Und meine spirituelle Mutter nimmt dein Kind auf, wiegt es, und es wird still und ruhig und sicher. Wir gehen nun in unserer Vorstellung zu unserer leiblichen Mutter. Wir lassen
diese Schranken, diese weltlichen Schranken, die wir manchmal haben und die uns den Zugang vielleicht erschweren oder verwehren, die übergehen wir in der, auf der spirituellen Bahn. Und wir gehen mit unserer Mütterlichkeit zu dem Kind unserer Mutter. Und wir können auch hingehen, wenn sie nicht mehr lebt. Sie war einmal das kleine Kind, das kleine Mädchen, das sich auch manchmal allein fühlte und allein gelassen, unverstanden, das einsam war, manchmal geweint hat, das sich auch gegen manches gewehrt hat und das bestraft wurde und sich vielleicht ungerecht behandelt gefühlt hat. Jedes Kind fühlt sich manchmal so. Und auch dieses Kind in meiner Mutter. Und meine spirituelle Mutter, mein Inneres, geht dorthin und nimmt dieses Kind auf. Dieses kleine Mädchen, was diese Mutter war und was immer noch in der Mutter sich zeigt. Komm, bei mir kannst du ganz ruhig werden. Bei mir kannst du dich wohlfühlen. Ich gebe dir die Sicherheit und ich verstehe dich. Du kleines Kind, du. Und dann gehen wir zu unserem Vater. Auch da lassen wir alles, was da als Barriere vielleicht zwischen uns war, lassen wir gar keine Rolle spielen. Wir gehen auf dieser spirituellen Ebene hin und unsere spirituelle Mütterlichkeit sieht den kleinen Jungen, den Knaben, sieht dieses Kind. Dieses Kind, was sich manchmal unglücklich fühlte und vielleicht auch seine Gefühle überhaupt nicht ausdrücken durfte, nicht weinen sollte, weil es ein Junge war und streng erzogen wurde und eigentlich auch was Warmes und Sanftes und Liebevolles so gern gehabt hätte, sich danach sehnte. Und diesen kleinen Jungen nimmt unsere Mütterlichkeit in den Arm. Und vielleicht ist es das, was er zum ersten Mal wirklich fühlt, angenommen zu sein, verstanden zu sein. Wir halten ihn ganz fest und ruhig und sagen hier, du kannst mir vertrauen. Und wir spüren, dass dieser kleine Mensch, wie einmal war, wirklich jetzt ruhig ist und sich wohlfühlt. Das bekommt, wonach er sich so lange gesehnt hat.
Wir wenden uns nun einem Menschen zu, den wir eigentlich gar nicht kennen. Wir kennen ihn äußerlich, begegnen diesem Menschen öfters, mag ein Nachbar sein oder jemand im Geschäft oder auf der Straße oder ein Bus oder was. Wo auch immer wir den Menschen herkennen oder Beruf. Wir wissen nichts Näheres von diesem Menschen. Und doch wissen wir, dass auch in diesem Menschen ein Kind ist, dieses Kindliche, dieses Kleine, was da immer wieder mal weint, was immer mal wieder sich ganz verlassen und unglücklich fühlt, unverstanden und sich auch dann gegen so vieles wehrt und vielleicht störrisch ist. Und dann immer gegen Widerstände stößt bei anderen Menschen. Und wir nehmen dieses Kind mal. Dieses fremde Kind. Und doch wissen wir, dass es uns ganz nah ist. Wir wissen, was so ein kleines Kind alles leidet und was es sich ersehnt. Und wir nehmen dieses Kind in den Arm und geben ihm Wärme, geben ihm dieses Gefühl von angenommen zu sein, sicher zu sein. Und wir spüren fast, dass dieses Kind sich jetzt wohlfühlt. Wir kommen zu uns zurück und spüren, dass wir diese Gabe der Mütterlichkeit ja haben, und indem wir sie nutzen, dass sie sich vergrößert, dass die Kraft mehr wird. Und wir können an all die Kinder in der Welt denken, so unendlich viele. Und wenn wir unsere, sagen wir, unsere Mutterarme so weit ausbreiten, sich vorstellen, unendlich große, weite Arme zu haben und diese Kinder alle zu umarmen. Dass unser Herz und unsere Arme ganz weit sind und mit dem ganz großen Wunsch, möget ihr alle glücklich sein, möget ihr euch angenommen fühlen, geliebt und verstanden. Möget ihr wirklich glücklich sein. Ich lade euch ein, die Metta-Sprüche mir nachzusprechen. Oh, den Zettel jetzt eigentlich nicht. Möge ich frei sein von Leid und Bedrückung. Möge ich frei sein von Leid und Bedrückung. Möge ich die Kraft meiner mütterlichen Liebe stets in mir finden. Möge die Kraft meiner mütterlichen Liebe stets in mir finden. Mögen alle Wesen frei sein von Leid und Bedrückung. Mögen alle Wesen frei sein von Leid und Bedrückung. Möge die Kraft der mütterlichen Liebe in ihnen vorhanden sein.
möge die Kraft der mütterlichen Liebe in ihnen vorhanden sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Sabbe Sattva Sukhita Hontu. Wir können es ja mal anstimmen. Michaela. Sabbe Sattva Sukhita Hontu. 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 Sabbe Sattva.